euch die Alex Thies vorstellen. Das ist eine frühere Hundetrainerkollegin von mir. Sind beide immer unterwegs gewesen, haben Seminare gegeben. Und ja, irgendwann hat sie beschlossen, mit ihrem Partner einen Tiererlebnispark zu eröffnen. Erzähl doch mal, wie es dazu kam und ja, was so euer Wunsch und Ziel ist damit. Ich bin ganz begeistert. Das freut mich sehr. Es hat mich auch sehr gefreut, dich jetzt wiederzusehen. Es sind jetzt, glaube ich, 10 oder 12 Jahre vergangen, schon eine lange Zeit. Ich war als Hundetrainerin sehr, sehr zufrieden. Und als ich meinen Mann kennengelernt habe, ist einfach diese Idee entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir können aus dem Ganzen mehr machen. Ich habe ja auch so ein bisschen die Fable für die Huskies, die ja auf sehr natürliche Art einfach trainiert werden, die einfach diesen Zughundesport sehr gerne machen. Mhm. Und inzwischen haben wir auch über 20 Huskies und immer vom Gespann im Einsatz. Das war so mein Traum. Mein Mann arbeitet halt mit Raubtieren und ist gelernter Koch. Und irgendwann, du bist auch Hundetrainerin. Ja, eine ganz tolle. Und Köchin, genau. Und irgendwann kam so die Idee, dass wir gesagt haben, hey, zum einen geht das doch mit viel, viel mehr Tieren zu beschäftigen und zu trainieren. Und gerade wenn man sich mit vielen Hunden beschäftigt, kommt man auch an die Tierheime dran und merkt, wie viele im Tierheim sitzen. Und ja, unser Park besteht aus Tieren aus zweiter Hand. Also alle Tiere, die zu uns kommen, sind ja, meistens schon erwachsen, kommen aus zweiter Hand, haben ihre Geschichten im Kopf mit sich. Die kriegen ihr neues Zuhause und natürlich auch Beschäftigung von uns. Und das ist wahnsinnig spannend, die ganzen Tiere aufzunehmen und zu trainieren. Das habe ich noch in keinem Zoo oder so gesehen. Wirklich, hier gibt es ganz viele Vorführungen und es wird wirklich jedes Tier trainiert. Angefangen von der kleinen Ratte bis zum Tiger. Wirklich querbeet alles, das Hausschaf und ja. Genau, alle die Lust haben dabei mitzumachen, immer ein bisschen anders, aber die meisten sind beim Tricktraining super gerne mit dabei. Ja, oder auch beim Schaf, wo du sagtest, ja, ist das, was sie am liebsten machen, ist fressen. Das darf dann bei den Kindern aus der Hand fressen und erfreut die Besucher. Genau, ja, so ist das, ja. Was ist denn... gibt es einen großen Unterschied für dich zwischen dem Training von Hunden und anderen Tieren oder ist das alles recht ähnlich? Der Grundsatz ist ganz ähnlich. Mhm. Unsere Greifhunde, würde ich sagen. Nur Huskies. Ich liebe vor allem Huskies, ja. Und Greifvögel inzwischen auch. Mhm. Die Greifvögel sind ein bisschen anders zu trainieren. Die machen halt kein Tricktraining, die fliegen frei und die große Kunst ist, dass sie, während sie im Himmel frei entscheiden, was sie tun, am Ende wieder zurückkommen. Mhm. Und aber ansonsten alle Bauernhoftiere, würde ich sagen, unsere Raubtiere, also die ganzen Katzenartigen auch, und die Hunde sind alle sehr, sehr ähnlich von denen. Man hat es gesehen mit dem Huhn, das kennt man ja auch schon oft. Die springen alle darauf an, auf Beschäftigung. Die wollen alle beschäftigt werden und für eine Belohnung machen sie es nochmal so gern. Und wenn man denen Aufgaben stellt, merkt man, wie sie über sich hinaus wachsen. Das Tier wächst in sich, das kann was schaffen und es geht ihm gut dabei. Und das finde ich so schön zu sehen. Und jedes Tier ist natürlich ein bisschen anders, jede Tierart ist ein bisschen anders. Aber man findet für jeden ganz leicht Sachen, die sie super gerne machen. Und wo man wirklich Tiere hat, die fast nicht wieder von der Fläche gehen, weil sie einfach so gern beschäftigt werden. Und bei den Hausschweinen, die angeflitzt kommen und danach genau gehen wollen. So ist das ja. Und das heißt, es ist ja gar nicht, also ihr habt gar nicht die Zeit, wenn ihr mit jedem Tier trainieren wollt, mit denen jetzt ewig lang zu trainieren. Aber es reichen schon ein paar Minuten einfach und die sind glücklich. Genau, also jedes Tier hat von uns die 10 Minuten. Wir haben natürlich ganz viele Tierpflege in unserem Team, die die Tiere pflegen, die Gehege reinigen und im Gehege beschäftigen. Das ist nochmal eine andere Art der Beschäftigung, wo man einfach sagt, man kriegt einen, was man kennt, einen Spielball, verschiedene Geschicklichkeitssachen, die sie selber lösen können, die gibt es im Gehege. Und das Training in direktem Kontakt mit mir muss gar nicht lang sein, es ist bei uns aber täglich. Und das mögen die Tiere. Das Kamel mal kurz 2 Minuten klickern, dann ist das zufrieden. Das ist gut. Was lernt das Kamel mit dem Klicker? Das Kamel kann hinter diesem großen Tagesstab hinterherlaufen. Es kann den Kopf in verschiedene Richtungen drehen. Wir nennen das auch Medical Training. Wenn es zum Beispiel eine Augenentzündung hat, kann es mit der Nase an dem Stab bleiben und wir können das Auge versorgen. Und das ist sehr wertvoll, darum haben wir dieses Training auch angefangen. Es kann sich inzwischen aber auch hinlegen, weil es einfach Spaß an diesen Übungen hat. Wir können es dann viel besser bürsten und putzen und so haben beide Seiten aber noch viel davon. Und bei euch sind auch Hundebesitzer herzlich willkommen? Ja, wir haben natürlich einen Park für Hundebesitzer. Als ehemalige Hundetrainerin haben wir auch Übernachtungsmöglichkeiten gebaut, wo man einfach mit Hund herzlich willkommen ist. Man kann den ganzen Park besuchen, natürlich nicht unbedingt ins Kannergehege, aber das Dammwildgehege ist auch, wenn es geht. Ja, dann sind wir fast fertig. Okay, genau, es geht zum nächsten Training. Genau, jetzt geht's weiter da drin. Und ja, kommt in den Tiererlebnispark Bell, bringt euren Hund mit. Ich war mit meinen auch im Dammwildgehege, die sind sehr zutraulich und da könnt ihr trainieren, dass eure Hunde eben, ja, das
werden nämlich bei euch bleiben. Ich habe bei den Hasen angefangen, dazu erzähle ich euch ein andermal, wie ich das aufbaue. Und ja, die Alex und der Remo freuen sich auf euch. Und es ist wirklich ein ganz toller Park hier. Und auch so vom Konzept, zum Beispiel bei den Cutters, wo dann stand, ihr macht eine reine Männergruppe, weil eben die bei den Tierparks oft übrig bleiben. Und genau, die werden ausgestoßen, sitzen hinter den Kulissen. Und bei uns gibt es ein neues Zuhause. Wir haben ganz viele Gruppen mit nur männlichen Tieren. Weil an vielen Orten sind die männlichen Tiere überschüssig, weil es oft nur wenige männliche Tiere verträgt und viele weibliche in den Tiergruppen. Und dann nehmen wir die männlichen. Wenn kein Weibchen da ist, dann funktioniert es. Sag noch ganz kurz was zum Husky-Erlebnis. Was kann man als Hundefan mit den Huskies bei euch eigentlich machen? Natürlich kann man die Faszination der Huskies erstmal kennenlernen. Man kann die Hunde kennenlernen. Es sind auch alles Hunde aus dem Tierheim. Und man kann zum Beispiel schöne Wanderungen machen. Gehen wir raus in den Wald und genießen dort die Zeit mit den Hunden. Man kann aber auch Touren machen. Wenn Schnee liegt, kann man Schlitten fahren. Das ist wunderschön. Und so kann man natürlich das Ganze verbinden einfach. Und wir haben die Tiere beschäftigt und die Besucher haben ihr Erlebnis. Und Varietier gibt es auch. Also es gibt ganz viel hier zu bieten und kommt einfach vorbei und schaut es euch an. Schön, ja. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja, und jetzt wollen wir für die nächste Vorführung. Genau. Tschüss.